Wir starten unser Zanderangeln nach der Schonzeit am Fluss. Wir haben einen hohen Wasserstand und wir werden dann ganz andere Stellen aufsuchen als die letzten 2 Jahre. Wir machen das ja traditionell. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wir dich mitnehmen können durch die Buhnen, durch die hohen Brennnesseln, wie wir dann unsere Zander hier angeln. Boah, was ein Brecher. Wenn die Kelle sitzt, die Krampe, ist wirklich Ruhe. Trotz Banane. Immer wieder schön zu erleben, dass unser Gefühl für den Zander und unser Wissen auch an Strecken, die wir noch gar nicht kennen und das erste Mal beangeln, dass das immer wieder zündet und auch die Fische bringt tatsächlich. Das macht so einen Spaß, unglaublich. Dafür machen wir das alles. Dafür leben wir das. Was heißt nach der Schonzeit? Ne? Für uns gilt das nicht, wenn die gesetzliche zu Ende ist, gehen wir los. Nicht überall. Sondern im letzten Film habt ihr ja gesehen, wie wir die sensible Brutzeit überbrückt haben. Mit welcher Angelart, mit welchen Fischarten. Und wir starten im Fluss. Wir haben die Temperaturen schon länger im Blick, die Entwicklung, um einschätzen zu können, dass die Brutzeit, die sensible, der Zandermilchner auch vorbei ist. Warum im Fluss? Die sind als erstes warm, sind flach, angetrübt, trüb und deswegen kann man dort als erstes sportlich fair auf Zander angeln. Das mit dem See, das kommt später und das seht ihr natürlich auch auf dem Kanal. Hanuken! Kannst du vergessen, Alter. Kommst du nicht durch, ne? Kommst du nicht durch. Ist das Hinterwasser vollgelaufen? Da ahnst du es nicht. So tiefe Pfützen zwischendrin. Kommst immer noch nicht drauf. Ich nehme mal den Sandbankübergang mit. Du machst da vorne. Geil. Sehr effizient bei dem hohen Pegel. Hast du damit eigentlich zu zweit auf einer Buhne, ne? Total effizient abangeln. Ah, die ist aber auch kloppig. Ja. Ist nicht einfach. Gerade den Köder hier unten in die Packung gesetzt. Und jetzt lasse ich meine Schnur mit der Strömung nach unten treiben, dass ich dann gegen den Hänger, also Gegendruck erzeugen kann. Gegen den Wasserdruck und den Köder sozusagen entgegengesetzt aus den Steinen herausziehen kann. Mal gucken, das klappt nicht immer. Aber vielleicht habe ich Glück. Ja, wenn genug Schnur draußen ist, dann Spannung aufnehmen und gegen den Wasserdruck anschlagen. Tada! Hat geklappt. Geil. Gehe ich mal auf Turtelgrün. Muss bei mir auch mal kerzengerade drauf sein. Dass er optimal im Wasser auch läuft. Und ich auch beim Fischen das Optimum, das höchste Vertrauen in meinen Köder habe. Dann bringt er auch am meisten Fisch. Ready to fish. Ganz da hinten muss er rein. Yes! Was für ein schöner Fisch! Was für ein Ding! Krass, wie hochrückig der ist! Unglaublich! Das ist ein richtiger Bulle.
Das ist die Elbe. Zums ist am Start. Alter, was für ein Fisch. Dickes Petri-Weiner. Danke dir. Oder ist bockig. Wahnsinn, ein Zander. Guck dir das an, wie hochrückig da ist, was das für ein Fisch ist. Hab ich noch nicht gesehen, sowas. Ein Elbtrip ist kein kulinarischer Ausflug. Wenn man Hunger hat beim Boonhopping, muss es schnell gehen und das sättigt. Eine so eine Dose in den Hals gestellt, macht satt für Stunden. Also mir schmeckt das tatsächlich. Wenn man einen Schrittzieher dabei hat, weiß ich nicht. Das ist, man läuft so viel, macht immer so. Nimmt keinen Platz weg, die Dose. Gerade noch über Philipps Fisch philosophiert, wie fett der war, kommt der Nächste. Das ist alles herrlich, ey. Merci. Petri. Petri, danke, mein Freund. Schöner Saisonstart, Sander. So muss das sein. Auch genauso ein langer Wurf dort, wo es breit läuft. Herrlich. Knack. Drittes Nasenloch gelöst. So lieben wir das. Haben wir das vermisst, ey. Über den Winter. Immer wieder schön zu erleben, dass unser Gefühl für den Zander und unser Wissen auch an Strecken, die wir noch gar nicht kennen und das erste Mal beangeln, dass das immer wieder zündet und auch die Fische bringt tatsächlich. Das macht so einen Spaß, unglaublich. Den habe ich vergeben. Jetzt sieht man doch, wie er abgerutscht ist, komplett. Kann man aber nicht sagen, ob das ein größerer oder ein kleinerer war. Ja, wie ein kleinerer, ist alles so ausgerissen hier. Den habe ich noch vom letzten Jahr in der Kiste rumfliegen gehabt. 16 cm mal drauf gemacht und reagieren sie auch drauf. Aber man kann nicht jeden kriegen. Der Biss alleine ist da schon das Geile. Bam! Violett Glitter. Drei Würfe, ja, gewechselt auf den Mega, drei Würfe, bumm, drauf getockt. Boah, was ein Brecher, was für ein geiler Fisch, brutal reingehämmert und das auf dem Sandmann, auch so eine mega geile Farbe. Was für ein Bilderbuchfisch, Wahnsinn, so ein schöner Zander, diese goldene Färbung, hat er den so hart genommen, richtig hart eingesaugt, was für ein schöner Zander. 71. Schöner Fisch. Was für ein schöner Zander. Und bilderbuchmäßig sah der aus. Also diese Elbfische, die sind so golden und schön sehen die einfach nur aus. Knaller. 71er, ich bin total happy. Den Sandmann, den hat er jetzt so brutal bearbeitet. Das sieht man auch hier, wie das aussieht, die Zanderbissspuren. Den werde ich jetzt erstmal ankleben, dass er nicht mal hier vom Haken rutscht, weil sonst gibt es Fehlbisse, ganz wichtig. Jetzt, wenn die Sonne mal da ist, violett, der Elbe schon oft böse Kellen gehauen mit dem Köder. Der große Greifer, passen zwei Finger drunter, der 6-0er ist wie ein Gaff. Wenn ein großer Zander da dran hängt, der kommt nicht mehr weg. Gibt es keine Aussteiger. Wie selten das ist in dem trüben Wasser hier.
Der hat beim Rauskurbeln gebissen. Ja. Huh. Den haben wir. Krass. Beim Rauskurbeln habe ich noch gesehen. Da hat er rückwärts gestoßen. Ja. Hat sich geholt, das Ding. Beim Rauskurbeln. Aber der Greifer, wie gesagt, der den einmal hat, der große Chickhaken hier, dann ist rum. Ja, danke. Das darf gesagt sein, in diesem sehr, sehr trüben Wasser kann man Hecht mit einem Köderfisch gut fangen. Aber auf der Spinnrute haben wir den so, so selten drauf. Da werden wir wirklich gezielt auf Hecht mit der Spinnrute, jetzt hier in den trüben Phasen des Flusses hier, wenn der Pegel so hoch ist, das ist wirklich extrem selten. Deswegen angeln wir nämlich ohne Stahl. Jetzt müssen wir aber gucken, da kommt schon wieder eine Regenwand an. Deswegen müssen wir uns wahrscheinlich mal die Köpfe einziehen irgendwo. Ja, hier können wir durchschlüpfen. Entweder drunter weg oder oben drüber, was sagst du? Das sieht kuschelig aus hier. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause hier. Hier können wir auch eine Woche bleiben. Ja. Doch schon mega zufrieden sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin happy. Ich auch. Lief super. Schöne Angelei. Aber die Plätze vom letzten Jahr bei Niedrigwasser, hätten wir die jetzt angesteuert, war schon gut, dass wir das komplett anders gemacht haben. Da muss eben ja, wissen vom Gefühl her. Ja, das ist richtig. Dass wir jetzt andere Plätze brauchen, andere Strecken bei dem Pegel. Ja, ist alles wasserstandsabhängig. Ne? Die muss ich essen. Trotz Banane dabei. Trotz Banane. Ja, davon halte ich sowieso nichts. Ich habe meine Bananen immer mit am Start. Die können beim ersten Wurf beißen. Ne? Oder manchmal stehst du auch stundenlang, bis dann mal der erste Biss kommt. Weiß es einfach nicht. Du musst einfach da sein. Immer anders. Einfach da sein, angeln an den richtigen Stellen. Ja. Geht das? Auch wenn uns die Angler fragen, wo wart ihr da genau, welche Stelle ist das? Sie denken dann wirklich, das ist die eine geheime Stelle. Wenn ich die kenne, fange ich Zander. Aber das ist ja nicht so. Die Stellen vom letzten Jahr bei anderen Pegel funktionieren jetzt nicht. Richtig. Das ist so komplex, das ganze Zanderangeln. Das kann man nicht sagen. Man nimmt sich jetzt eine Bedingung raus, ne, und wenn die da ist, dann beißen die und dann funktioniert es. So einfach ist es halt nicht. Ein großes, komplexes System, was man halt verstehen muss. Wenn du es aber einmal gelernt hast, dann kannst du das. Und so schwer ist es dann auch wieder nicht. Genau. Du musst dich auf die richtigen Dinge konzentrieren, dann geht das. So machen wir es auch im Coaching. Genau, ja. Das wird beigebracht. Wenn du das selber findest und weißt, warum das Sinn macht und wann das nicht. Geile Sonne. Ja. Wetter sieht gut aus, ne? Würde ich sagen, greifen wir wieder an. Oder ob das im Wasser liegt, hier der Baum. Nee, gerade so. Komplett verschlammt, Alter. Zum Glück habe ich einen Pulli dabei. Weil du weißt nicht, ob du ihn anziehst, wieder ausziehst. Oder dann ziehst du ihn wieder an, dann ziehst du ihn wieder aus. Hast du mal eine Stunde, da steht die Luft, dann läufst du aus und dann kommt wieder ein kalter Wind und es zieht zu und du brauchst einen Pulli wieder. Also richtig stabiles Frühsommerwetter sieht anders aus. Jetzt haben wir echt nochmal umgesetzt auf eine Strecke, die mir bekannt ist. Einfach mal, um das abzugleichen, wie bei dem Wasserstand, welche Stellen ich da im Sinn habe, die dann funktionieren müssten. Also wir haben einen Mix aus komplett neuer Erkundung, neuer Strecke und auch ja, altbewährtem. Einfach mal zum Gegengleichen. Den altbewährten Plätzen haben wir uns jetzt die rausgesucht, die für den Wasserstand jetzt ideal sind. Also genau die Stellen nur da rausgepickt, die es jetzt dafür braucht, wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt perfekt dafür. Die bei einem anderen Pegel gar nicht funktionieren würden. Das Wetter wechselt echt stündlich. Das ist verrückt dieses Jahr. Jetzt gut hochpumpen. Das nicht in die Steine unten rein.
Napf eingeschöpft. Sauberst. Ist der Köder durch den Kescher gefallen? Schöner Elbzander. Der enthakt sich im Kescher ganz oft, wenn er den Bleikopf gegen die Maschen drückt, wenn er sich da nicht schlägt. Aber wenn er im Kescher ist, der Fisch, ist mir ja egal, ob er sich enthakt. Hauptsache er ist drin. Ich habe jetzt mal den Mega-Coli montiert. Gerade für die größeren Zander ist das wichtig zum Selektieren, weil die wollen gerne ein bisschen was sehen. Und so ein größerer Köder, der weckt einfach mehr Aufmerksamkeit durch eine größere Druckwelle und spricht die großen Zander ein bisschen besser an. Über die Steine gezogen und drauf gehämmert. Geil, du mich keschert, ihr Ding. Danke dir. Wo kommt er? Ja. Boah, ein schöner Fisch, Alter. Wieder ein großer. Schöner. Über die Steine gezogen. Und da haut er den weg. Yes. Yes, Baby. Yes. Geil. Normal, ich hab den eben gehabt. Feuer, oder? Was für ein schöner Fisch. Petri, Alter. Geil. Mega Kauli, volles Rohr, weg inhaliert. Voll weg, 16 Zentimeter. Guck dir das an. Nix für so einen Zander. Ja, das ist nix. Das. So nice, der Fisch. Was für ein geiler Fisch. Ich bin happy damit. Absolut geil. Und man hat gesehen, der Mega-Kauli ist für so einen Zander nichts. Ne? Wenn der Bock hat, haut er sich den richtig weg. Und das auch mit nur einem Chickhaken dran. Reicht. Der Greifer sitzt. Wir sind jetzt durch hier am Fluss. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Wir gehen jetzt ganz zufrieden nach Hause, haben schöne Fische gefangen. Boah, ein geiler Angeltag. Ja, echt super. Hat uns echt gefehlt. Ne? Und vom Ufer aus losgehen machen wir so gern. Ne? Ja, ist immer so unbeschwert. Ne? Schön. Du musst halt ein bisschen dich ins Gewässer reinfühlen, ne? Ein bisschen die aktuelle Situation betrachten. Wie sieht es jetzt aus? Was für ein Plan wird da geschmiedet? Was wird dann umgesetzt? Das haben wir probiert. Ins Schwarze getroffen. Ein paar Ecken waren noch nicht so gut. Das haben wir gleich wieder kehrt gemacht, ne? Wieder was Neues entdeckt. Ist halt genial gewesen. Wenn du weißt, wie der Zander tickt, dann bist du auch immer erfolgreich bei jeder Situation, so wie wir das jetzt hier auch gemeistert haben. Ja, in diesem Sinne, dickes Petri. Und wenn dir das alles so gefallen hat, was wir hier gezeigt haben, dann würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn du uns ein Abo dalässt und liken, kommentieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann im nächsten Film. Oh ja, das werden wir. Ja, moin, ich bin der Stefan, Fischer an der Elbe in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr habt das Zanderkant-Coaching absolviert. Wie war es vor dem Coaching für mich? Es war zum einen so, dass ich mich ziemlich oft allein gefühlt habe. Ich gerne diesem Mysterium Zander auf die Spur kommen wollte. Das ist für mich irgendwie einer der mystischen Fische, verschrien als unfangbar bei uns. Und habe gesagt, okay, das ist mein Fisch, das möchte ich gerne machen. Bin dann aber selbst nicht weitergekommen. Ich habe gedacht, anhand von selbststudierten Videos und Lektüre, ich mache alles richtig und bin dann zum Coaching gekommen. Ziemlich schnell war klar, dass ich doch einiges optimieren konnte, was das Tackle angeht, was die Köderführung angeht. Und das konnte ich gemeinsam mit Sebastian ja, sehr schnell umsetzen und konnte für mich sehr klar spürbar
das Angeln auf ein ganz neues Niveau heben und angeln nun mittlerweile erfolgreich auf Zander, konnte die ersten schönen Fische überlisten und bin unheimlich glücklich. Bin glücklich mit dieser Community, die man dort mit dazu gewinnt, der Austausch mit Sebastian und Gleichgesinnten. Und ja, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Also richtig gute Sache. Willst du auch mehr Sicherheit am Wasser, um regelmäßiger und gezielter zu fangen? Lerne, wie Zanderangeln auch für dich funktionieren kann. Sicher dir einen Termin, an dem wir in einem unverbindlichen Gespräch herausfinden, ob und wie wir dir bei deinen Zielen helfen können. Termine unter www.zanderkant.de.